Die Engelkes, starke Frauen befragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute: Udo Lindenberg. Ja, der Udo Lindenberg, der soll ja einer sein. Also ich habe mal gelesen, dass er nach seinen Auftritten oft was mit seinen weiblichen Fans anfängt. Ich habe mir jetzt für alle Konzerte Karten zurücklegen lassen und in ganz Deutschland Hotelzimmer reserviert. Ich denke, das könnte klappen, weil der Udo Lindenberg, der ist ja auch oft alkoholisiert und inzwischen wohl nicht mehr so anspruchsvoll. Udo, ich bin bereit. Ich habe letztens gelesen, der Gitarrist von Udo Lindenberg, Thomas Kretschmer, der hat sich zur Frau umoperieren lassen. Hut ab! Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Nein, also hören Sie mir auf mit Udo Lindenberg. Leuten wie ihm haben wir es zu verdanken, dass diese furchtbaren Ostdeutschen jetzt überall rumlaufen dürfen. Na, vielen Dank, Herr Lindenberg. Wenn die DDR so toll war, dann hätten sie ja nach Bitterfeld ziehen können. Aber nein, stattdessen müssen ja 11 Millionen Sozialhilfeempfänger zu uns nach Schwabing kommen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Vielen Dank. Sagt mal, war die Nena nicht mal mit dem Udo Lindenberg zusammen? Ey, das geht ja gar nicht. Allein die Vorstellung, ja, mit so einem abgetakelten Wrack ins Bett zu steigen, das finde ich ja fast schon pervers. Also was so einen attraktiven Mann wie den Udo da geritten hat, kapiere ich bis heute nicht. Check's nicht.